Du bist einer. Dann mal los. Rapier, Rapier. Du hast auf jeden Fall zwei, das ist schön. Der geht weg, der geht weg, der geht weg, der geht weg. Dann bist du an der Reihe. Die ganzen Säbel können weg. Wir brauchen noch ein Schwert für dich, darf ich nicht vergessen. Ein Schwert und ein Rapier für Melina. Geht weg. Okay. Sonst haben wir nicht so viel. Und ich will unbedingt ein Buch haben. Ich werde gleich nochmal bei dem Gemischtwarenhändler reingucken, ob der vielleicht ein Buch hat. Oder bei dem in Torval. Die haben ja größere Möglichkeiten, irgendwas zu haben. So. Gott. 15% durch Jacinda. Das sind dann 39 Dukaten. Wir haben 1111 Dukaten. Was für eine Schnapszahl. Jetzt noch ein Silberstück und ein Heller. Und dann wären wir... Dann müssten wir einen ausgeben. Wo gehen wir hin? Wir haben soweit alles, ne? Halt! Ich hab doch wieder vergessen, Mensch, zu kaufen. Rapier. Rapier, Rapier, Rapier. Rapier. Ist zwar ganz schön teuer, eine Dukate, aber ich glaube, das ist das Geld wert. So. 10 Pfeile und ein Schwert, ein Ersatzschwert. Wolfmesser ist eine Stichwaffe. Hiebwaffen, Stichwaffen, Stichwaffen, Schwerter. Ja, müssen wir das nehmen. Gut, kaufen. Jacinda hat uns ein bisschen was rausgehandelt, nur noch 22 Dukaten. Dann wollen wir es mal wieder aufteilen. Ein Schwert geht an Ava. Wollen wir das Ganze mal ein bisschen hoch machen hier. Sonst sehe ich nachher nicht mehr durch. Was ist das hier eigentlich? Ein Exporgikum. Ich weiß nicht, was das ist, ein Exporgikum. So, 10 Pfeile gehen an Melina. So, auch bei dir haben sich die Reihen gelichtet, das ist sehr schön. Okay. Ah, der gute Dorin ist noch ein bisschen beladen, der hat auch noch Bronzeflaschen und alles bei sich rumliegen. Und ein Rapier. Der geht auch noch an Melina. Denn ist Schluss hier mit dem Faustkampf. Du kannst dich mit anderen prügeln, aber nicht so. Das setzen wir mal alles hoch. So. Kann man das eigentlich benutzen? Ein Amulett kann nicht benutzt werden, ja. Was soll ich denn machen? Das hier hinlegen oder wie? Kann an dieser Position nicht getragen werden. Stinknormales Amulett, das man nicht tragen kann. Finde ich schon doof. Aber egal. So, Gemischtwarenhändler, ein Buch. Über euch zieht urplötzlich ein großer Wanderstern dahin. Kurz darauf preschen drei Novadis auf Rennkamelen durch die Straßen, in dem verzweifelten Bemühen, dem Stern zu folgen. Dabei verliert einer eine kleine Kiste. Ein Passant hebt sie auf, öffnet sie und wirft sie mit den Worten "Schon wieder so ein ekelhaft stinkendes Zeug" fort. Ja, was auch immer er meinte. Hast du ein Buch für uns? Nein, hast du nicht. Nur so eine Pergamentrollen, aber das bringt mir nichts. Ah, okay. Dann schlafen wir uns einmal aus. Und dann geht's los nach Breida zu Askrim. Hoffentlich mit einem der letzten Kartenteile. Hallihallo, wir wollen einmal essen. 51 Silberstücke, das ist es uns wert. Hauptsache, wir werden satt. Und 2 Tage schlafen. Gute Nacht. So, ich hoffe, wir haben uns einigermaßen wieder erholt. 8 Lebenspunkte, 7, 3, oh ja. Es geht wieder nach oben. Ich glaube, einen höheren Stabzauber als 3 kann man sowieso nicht haben, deswegen mache ich jetzt auch keinen mehr.
Und wir verkrümeln uns Richtung Süden. Und schon wieder so ein stinkendes Zeug. Auf nach Willenheim. Willenheim und dann müssen wir irgendwann nach Süden gehen. Tachchen. Wir sind wieder da. Und wir wollen weiter südlich oder wollen wir den Fluss entlang? Was war denn den Fluss entlang? Ach, ja, nee, okay. Oben, hier gibt es ja zwei Orte. Einmal da kommen wir nach Vexkeer, da kommen wir nach Bodon oder irgendwie so. Und da geht es weiter südlich, also wieder nach Süden. Und das ist ein ziemlich weiter Weg durch die Stadt, aber gut. Auch sowas gehört dazu, dass man mal eben einen halben Tag durch die Stadt braucht. Wo sind wir jetzt? Da. Toll. Sackgasse. Jetzt sind wir richtig. Auf nach Auflock. Ja, wir rasten. Es ist eh Ende des Tages. Dann können wir noch ein bisschen was zu essen suchen. Melina, lauf mal los. Findet Wasser, kann keine Tiere entdecken. Das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, wir haben noch genug Proviantpakete. Wie sieht's aus mit Essen? Wunderbar. Und Yasinda hat 10 Stück. Gib ihr mal eins. Ist zwar bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber... Immerhin. Hat Yasinda gleich weniger Gepäck bei sich. Und alles ist gut. Warte mal, wir wollen noch mal gucken, dass Yasinda die Schaufel mal hier hinlegt. So, dann ist das wieder geordneter. Und wir übernachten einfach so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand kommt. Immer wenn ich das denke, dann ist sofort jemand parat. Wie gemein. Keine Magie anwenden. Weitermachen. Das wird schon. Ich glaube fest an uns. Mal sehen, wie es aussieht, ob der Kaffee noch warm ist. Jo. So mag ich spielen eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn man dann zwischendurch immer noch mal die Möglichkeit hat, sich einen Kaffee einzugießen, noch mal zu entspannen, trotzdem das Spielgeschehen weitergeht. Das mag ich auch bei Die Gilde. Wenn man mal so sieht, manchmal muss man ja ewig warten, bis man irgendwie Geld zusammengekriegt hat und auch bei Anno. Und da kann man sich einfach mal zurücklehnen und die Zeit abwarten und hoffen, dass es besser wird. Kaldrin ist so ein bisschen verletzt. Das gefällt mir natürlich weniger. Aber auch da müssen wir durch. Und da gehen wir gut durch, das ist gar kein Problem. So, jetzt rauf da! Na also. Der erste ist down. Da hat Dorin sich aber ganz schön hart verletzt, kann das sein? Hat nur noch die Hälfte seiner Lebenspunkte. Ein Ogre ist noch übrig und ein Ork ist gerade von unten gekommen, aber der wird nicht mehr lange leben. Da bin ich mir sicher. Zack, den hat's erwischt. Und jetzt kommen die anderen. Da haut er gleich ab. sehr schön. So, kommt, meine Lieben. Das muss jetzt hier langsam mal ein Ende finden. So viel Zeit haben wir auch nicht. Melina immer mit ihrem Nahkampf. Furchtbar. Furchtbar. Es ist wieder eine bessere oder eine schönere Neuerung, dass man dann in Schatten über Riva eben auch sagen kann, du bleibst im Fernkampf. Nicht nur das Einstellen der Verhalten. Nein, wir reisen weiter. Da sind wir viel zu nah an der Stadt dran, als dass wir hier rasten würden. Gut. Wir können immerhin hier speichern und können hier schlafen. Das ist doch schon mal was. War das hier? Nein, ein weiter. Dann übernachten wir bis zum nächsten Tag, denn unsere Leute sind so oder so müde. Hier ist nur eine Taverne. Und hier ist die Herberge. Sehr schön. So, gute Nacht, meine Lieben. Schlaft gut.
Und guten Morgen. Lebenspunkte sind regeneriert worden. Ach, wunderbar. Und essen werden wir auch noch. Nicht, dass wir unterwegs wieder Hunger kriegen und unsere ganzen Proviantpakete verschnabulieren. Die sollen nur für den Notfall sein. Da bezahle ich doch lieber das Geld fürs normale Essen. Nach Warnheim. Nein? Ich will nicht nach Warnheim. Wo sind wir denn? Da, und wir kamen von da. Also müssen wir jetzt nach Süden. Okay, nein, wir wollen nicht einbrechen. Wir wollen weiter runter. Eine komische Straße hier. So, jetzt aber. Nach Fähre Angbordiertal. Jo. Tachchen. Es geht nur weiter südlich oder eben rüber. Wenn wir rüber wollten, wo kämen wir hin? Nur nach da. Nö. Wir wollen nicht nach Angbordiertal. Wir wollen weiter. In Angbordiertal hatten wir jemanden, den wir besuchen mussten. Das haben wir getan. Rukian. Nein, wir reisen weiter. Gruppe ist erschöpft. Dann wird geschlafen. Aber Jacinda und Melina halten diesmal Wache. Sehr schön. Wir können in der nächsten Stadt wieder essen. Bis dahin werden sie ja noch nicht so großen Hunger bekommen haben. Und dann können wir hier auch gleich nochmal rasten. Eine Nacht verbringen. Und wir sind hier. Da. Ja, einen weiter noch. Eins, zwei, drei. Nein, du warst doch falsch. Waren nur zwei. Entschuldigung. Ich wollte nur zwei Häuser weiter. Hier wollte ich rein. Wir haben uns bloß in der Tür geirrt. War gleich wütend. Eine Nacht bleiben. Sieben Lebenspunkte, 2 und 3. Und essen wollten wir auch noch, mein Freund. Dankeschön. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen weiter südlich. Nach Breda. Fährstation Tjöla. Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen rüber auf die andere Seite. Ja, rüber nach Tjöla. Ihr steht am Ufer des Bodir. Hier führt eine wenig vertrauenserweckende Fähre über den Fluss. Der Fährmann begrüßt euch mürrisch. Wollt ihr rüber? Macht 4 Heller pro Person. Wenn ihr wartet, bis ich genügend Fahrgäste zusammen habe, ansonsten 20 Heller. Ach Mensch, dann warten wir. 2 Stunden. Naja. Ist in Ordnung. Hier waren wir noch gar nicht. Cool. Endlich mal eine Stadt, in der wir noch nie waren. So, wir wollen weiter nach Breda. Na endlich. So, wie sieht's aus mit Hunger? Alles wunderbar, wir schlafen einfach durch. Hier werden ja wohl keine Orks kommen. Nein, aber Harpyen. Ihr wollt mich doch veralbern. Ausgerechnet solche Viecher mag ich gar nicht. Angriff auf die da. Du bewegst dich hierhin. Zaubern, Kampf, Fulmen auf die da. Immerhin, 14 Punkte. Zaubern, Kampf, Fulmen auf die da. Ach, misslungen. Okay. Kannst du da hin? Ja, kannst du. Abwarten. Angriff auf die. Halt sie erstmal auf. Oh, sehr schön. Du hast endlich mal getroffen. Ich kann mich an den letzten Kampf erinnern, in dem du einfach bloß rumgestanden hast und irgendwie nie getroffen hast. Zaubern, Kampf, Fulmen. Auf die da. Wieder misslungen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, sie hat ja bloß 2 Punkte da drin. Und kann auch nicht so viel mehr bekommen. Da sie ja nicht auf Kampf geskillt ist. Abwarten.
So, du greifst ganz normal an, du hast genug Schaden gemacht. Durin und du, ihr kriegt das hin. Waffe wechseln auf Langbogen. Dankeschön, Angriff und los. Na also, 7 Punkte. Komm, Durin. Du greifst auch weiter an. Na, hat nicht gebracht, nichts gebracht, wa, meine Süße? Weiter angreifen. Hier, dich kriegen wir auch gleich tot. Sobald Kaldrin mal gezaubert hat. So, letzter Zauber. Kampf. Fulmen. Denn ist schon Schluss bei dir mit Astralenergie. Immerhin 13 Punkte. Zaubern. Kampf. Fulmen. Und da sind mir die Zauber auf jeden Fall alles wert. Ha! Siehste. Angriff auf die da. Ah, die hat ganz schön viel ausgehalten bisher. Computerkampf. Keine Magie anwenden. Da haut sie ab. Das ist ja wohl nicht die Possibility. Mann, Mann, Mann doch. Und ich möchte nicht, dass Melina in den Nahkampf geht, verdammter Mist. Abwarten. Bewegen. Hierhin. Ava wird jetzt ganz ruhig da hinten stehen, während die anderen sich um die letzte Harpie kümmern. Bewegen. Hier vorne hin. Und Angriff.